Ja, liebe Leute, herzlich willkommen mal wieder zu den Bauforum 24 Werkzeug-News. Und diese Woche ging ab wie Schmidts Katze im Werkzeugbereich, denn es ist die dritte Werkzeug-News in einer Woche. Und warum machen wir das? Weil natürlich das Thema Geschenketipps gerade für Weihnachten attraktiv ist. Und wir haben euch ja versprochen, dass wir Geschenktipps 20 Euro bis 50 Euro bis 100 Euro bis 200 Euro. Dann kommt noch bis 500 Euro und dann machen wir quasi Open End ab 500 Euro. Denn wir haben uns überlegt, dass gerade so der Bereich 100 bis 200 Euro und 200 bis 500 Euro so viele schöne Sachen hat, das muss einfach, da müssen wir einfach. Das können wir nicht verheimlichen. Nee, das muss einfach raus in die Welt. Und wie ihr schon wieder seht, ist hier einiges am Start. Auch so Sachen, die eigentlich mit Werkzeugen nicht viel zu tun haben, aber mit den Werkzeugbedienern, ne? Eine ganze Menge zu tun haben. Ich glaube, auf viel Liebe stoßen werden und da würde ich sagen, Herr Leser, ja? Sie sind ja auch relativ renommiert in dem Werkzeugbereich, fangen Sie doch mal an. Ich fange an und zwar mit dem schönen Akkuschrauber von Metabo. Ja. An der 18 Volt Klasse, ist der BS18BLQ. Den haben wir schon mal vorgestellt in den Werkzeug-News. Ich finde diesen Akkuschrauber mega geil, weil er relativ kompakt ist. Man könnte auch vorstellen, wenn man sich nur oben diesen Kopf sieht, das wäre ein 12-Volt-Gerät. Ja, locker. Ist aber ein 18-Volt-Gerät. Ich finde ihn sehr, sehr handlich und gerade auch für den Möbelbau für mich super geeignet. Und du hast ja noch die Möglichkeit, du kannst natürlich hier auch wieder ein ganz normales Bohrfutter dran machen, dann auch so einen Winkelaufsatz. Genau, man muss sagen, ich unterbreche dich mal kurz, denn das Q steht für Quick und Quick ist das, was bei Bosch FC ist, FlexiClick. Und ich finde den halt super handlich. Ich finde es auch eine sehr, sehr starke Konkurrenz zu dem GSR 60C. Ich würde sogar schon sagen, dass mir diese Maschine deutlich besser gefällt, gerade fürs Handling, weil er einfach so kompakt gebaut ist. Und hier auch den 4-Ampere-Stunden-Akku, wie der auch bei Bosch 4-Ampere-Poco-Akku, von der Leistung geführt. Für das, was ich brauche privat, für den Möbelbau super geeignet. Wir haben diesen Metabo-Akkuschrauber schon mal getestet, auch im Vergleich mit dem Bosch GSR 18VC. Und das ist ja auch so ein sehr beliebter Schrauber, nicht nur bei uns, sondern auch bei euch, wie wir immer wieder in den Kommentaren lesen. Und dieser ist ein bisschen schwächer. Das heißt, wenn es wirklich hart auf hart kommt, hat der ein bisschen weniger Power. Aber für den normalen Bereich wirklich super. Und eben auch bei Metabo jetzt die 21700er Zellengeneration mit den neuen Metabo-Akkus und da steht drauf CAS, das heißt Cordless Alliance System. Und das ist eigentlich ein einmaliger Vorstoß eines Elektrowerkzeugherstellers, ein Akkusystem zu bringen, wo mehrere Hersteller mit verknüpft sind. Da gibt es dann so Spezialisten wie Rotenberger, Eibenstock, Steinel zum Beispiel, die diese Heißluftpistolen machen. Ja. Die bringen jetzt auch eine Heißluftpistole da mit diesen Akkus. Also finde ich vom Prinzip ganz interessant. Aber ich denke, es wird nicht so werden, dass ein Kollege wie Bosch, Makita oder DeWalt hier noch in diese Allianz mit reingeht. Das wäre wohl schon eher zu viel Konkurrenz. Zu Metabo vielleicht nochmal der Hinweis. Es wird bald nochmal einen Vergleich zwischen Muffelschraubern und Metabo-Schraubern geben, den LTX. Die Burschen haben wir nämlich hier. Ist jetzt noch kein Geschenktipp, weil die sind ein bisschen teurer als 200 Euro. Aber es fragen immer viele, testet doch mal Muffelschrauber. Und ich sage immer, die sind im Prinzip nahezu baugleich mit den Metabo-Schraubern. Die werden auch von Metabo gebaut. Aber wie die sich genau unterscheiden, das zeigen wir euch dann noch. Auf jeden Fall, der Schrauber ist im Budget mit drin. Der kostet? Um die 170 Euro. Solo, ne? Solo, ja. Ja, aber mit den Aufsätzen. Aber noch ein kleiner Hinweis, der Metabo ist hier für den Kurs als Solomaschine. Und ohne die Aufsätze. Genau, nur das Bohrfutter. Aber warum nicht, ne? Dann gibt es den zu Weihnachten und zum Geburtstag gibt es dann ein bisschen Zubehör noch. Bisschen Zubehör. Ähnlich ist das auch bei unserem nächsten Kandidaten, dem Bosch GSR 18V60C. 60 steht bei Bosch für das Drehmoment im harten Schraubfall, was aber im Praxisfall relativ irrelevant ist. Im praxisrelevanten weichen Schraubfall sind wir hier mit 31 Newtonmeter unterwegs. Das Baby macht hier in der Werkstatt einen guten Job. Wir nutzen ihn viel und gerne. Und es ist vielleicht auch für viele der Einstieg in das Bosch 18 Volt Akkusystem. Für die Solo-Maschine muss der Schenkende rund 140 Euro abdrücken. Link wie immer unten in der Beschreibung. Da könnt ihr dann zum Beispiel so einen 4 Ampere Stunden Procore Akku kaufen oder ein Ladegerät mit 50 Euro. Ist ein Gerät, was auch die 10x400er Schraube reinbekommen hat. Hat ein bisschen geächtzt, aber kann man mitarbeiten. Und nochmal ein kurzer Hinweis, das sind Solo-Geräte. Natürlich müsst ihr dann noch den Akku dazu kaufen oder auch ein Ladegerät. Aber das richtet sich natürlich vor allen Dingen an Leute, die in einem Akkusystem vielleicht schon zu Hause sind. Wenn euch jetzt die 31 Newtonmeter im Schraubfall nicht reichen und ihr ein bisschen mehr Power haben möchtet, dann könnt ihr hier zu dem Kollegen greifen, der 85er. Der hat 47 Newtonmeter im weichen Schraubfall, ist natürlich auch ein bisschen schwerer. Er ist der stärkste Bosch 18 Volt Akkuschrauber,
Allerdings, wer unseren Power-Shootout kennt, den wir gerne nochmal oben rechts verlinken, da gab es noch Kollegen, die deutlich stärker waren, zum Beispiel der Makita, den man auch übrigens solo für unter 200 Euro bekommt. Sehr schönes Gerät. Mhm. Verlinken wir auch nochmal unten in der Beschreibung. Generell ist diese Kategorie wirklich nur zu empfehlen, wenn du die Leistung auch brauchst, weil ansonsten sind die doch deutlich schwerer als die kleinen handlichen Kollegen. Ne? Ja, auf jeden Fall. So, ich finde, du solltest mal ein bisschen Handwerkzeug machen. Okay, hier nehme ich den Rallye-Hobel. Auch ein sehr schönes Werkzeug, darf natürlich auch nicht fehlen, gerade für Leute, die ne, im Holz viel machen. Das Schöne an dem Hobel ist, du hast halt Wechselmesser, das heißt, du hast ein Hobelmesser, was immer wieder nachschleifen muss, also pflegen muss, sondern du hast ja quasi Einwegmesser, die du halt, ja, wenn die stumpf sind, dann kannst du halt austauschen. Hier oben in dem Griff hast du ein Fach für Wechselklingen, da kannst du einfach ganz normal dein neuesten Messer reinmachen. Und ja, ist ein schöner, feiner Hobel, habe ich jetzt privat auch schon häufiger benutzt. Ja, darf eigentlich auch nicht fehlen. Schweizer Qualität hat seine treue Fangemeinde. Er ahmt den Formfaktor eines klassischen Hobels nach. Und was auch schön ist, ist die Tiefenverstellung der Klinge. Mhm. Ja, die Einstellmöglichkeit. Ja, früher musst du es halt immer sehr fein mit dem Hammer machen, etc. Du musst halt auch ausprobieren, etc. Und ja, hier kannst du es halt exakt einstellen, wie du es halt möchtest. Aber nichtsdestotrotz ein schönes, robustes Werkzeug. Ich finde den richtig cool. Ja. Liegt so um die 120, 130 Euro, glaube ich. Ne? Genau, ja. Wenn wir gerade beim Hobeln sind, dann zeigen wir den nochmal hier. Den kleinen Bosch Kantenhobel 12 Volt. Zu dem Kollegen habe ich auch ein einzelnes Video gemacht. Das verlinken wir euch gerade oben mal in der Infobox. Sehr handliches Gerät und man lernt es schnell lieben. Ja, gerade um mal eben so eine Phase zu hobeln. Und es ist so schön handlich und der hat Dampf. Wir haben auch mal alternativ ein Gerät von Parkside uns angeguckt, hier auch so 12 Volt, was den Formfaktor so ein bisschen imitiert, waren wir aber nicht so mit zufrieden. Preislich liegen wir da so um die 160 Euro, wiederum solo, ne? Ja, solo, ganz wichtig, solo. Und wo wir dann hier bei dem Bosch 12 Volt System sind, ist auch noch ein Werkzeug, was es so von keinem anderen Hersteller in dem Bereich gibt, nämlich eine Kantenfräse 12 Volt Klasse. Habe ich euch auch schon mal im Einzeltest gezeigt. Schönes Gerät. Und wenn du das einmal hier in Benutzung hast, dann kommst du auf die Idee, irgendwie noch schön Kanten zu fasen. Ja, ja. Ne? Es ist keine Oberfräse, sondern eine Kantenfräse, aber hat auch gut Dampf. Ich habe die auch mal außerhalb der Schmitz-Equation so ein bisschen getestet. Das heißt? Ich habe da echt den Buche komplett durchgefräst. Ne? So eine Nut einfach gemacht? Ja. Ach krass. Ja. Und das hat das Ding wirklich ohne Murren mitgemacht. Und hier gibt es im Set für 195 Euro in der L-Box mit zwei 3-Ampere-Stunden Akkus. Und die 3-Ampere-Stunden Akkus sind auch die größten in dem Formfaktor. Ja. Das sind dann auch neue Zellen, die auch entsprechend Dampf haben. Deswegen auch die Empfehlung, dass man das nur mit den 3-Ampere-Stunden-Zellen benutzt. Dann hat das Ding Bums. Aber wo wir gerade beim Fräsen sind, wir haben auch noch Fräser. Klar, in den letzten Video haben wir ein 12-teiliges Set gezeigt von ENT. Und jetzt gibt es halt ein 30-teiliges Set von ENT, also doppelt so viel. Mit halt, klar, den ganz normalen Fräsern, die es schon im 12-Teil gibt, also die Nutenfräser, dann halt Phase, Rundungsfräser und jetzt haben wir einfach noch viel, viel mehr Variationen, halt auch schon sehr, sehr spezielle Fräser für Profile etc. Und ja, 8 mm Schaft ist natürlich eine super Kombi zu der Fräse, gerade wenn man beispielsweise auch einfach mit den Phasenfräsen arbeiten möchte, wenn man jetzt Multiplex bearbeitet, Massivholz etc., mal eben eine schöne Phase machen, so wie bei unserem Tisch hier, super Sache. Und Thema Fräsen, da haben wir noch den Kandidaten hier, eine Makita DRT50, also das ist eine Oberfräse oder auch eine Kantenfräse oder ein Kantentrimmer mit Akku. Es gibt noch die 700er Ausführung. Das ist im Prinzip das gleiche Modell, aber eben als Kabelgerät. Ich meine, die hat so auch 700 Watt. Mit der habe ich schon relativ viel gearbeitet und die hat richtig Dampf. Also man wundert sich, weil die ja sehr kompakt ist. Mhm. Das Schöne ist, du hast hier verschiedene Körbe. Das ist jetzt zum Beispiel der klassische Kantentrimmer. Ich kann aber auch das Ganze hier in diesen Oberfräsenkorb machen. Dann habe ich eine Handoberfräse. Hier mit Revolver, Tiefenanschlag, Feinjustage. Du hast noch einen Parallelanschlag dazu? Es gibt einen Parallelanschlag dazu, der ist aber nicht Serie. Ah, okay, das ist dann wieder Zubehör, noch EZ? Genau, der kostet auch irgendwie so um die 50 Euro. Mhm. Ja, und dann geht es ja sowieso dabei, wenn du dich mit der Oberfräse auseinandersetzen willst, dann fängst du relativ schnell auch Schablonen zu bauen etc. Ja. pp. Ne? Beide Fräsen, sowohl die kabelgebundene Variante als auch die Akku-Variante, bekommt ihr in der Regel für unter 200 Euro. Teilweise ist auch das komplette Zubehör dabei und der Koffer, der MacPack. Und für Sparfüchse, die sich eigentlich jetzt verklickt haben und in dem 50-Euro-Teil landen wollten. Da sei noch mal gesagt, dass es von der Makita Oberfräse auch eine ziemlich dreiste Kopie gibt. Mhm. Die liegt bei 50 Euro und was man so hört und liest, ist das Ding auch durchaus brauchbar für den kleinen Geldbeutel. Ja, bleiben wir bei dem Thema Fräsen, aber jetzt hier Flachdübelfräse gibt es auch von Makita, eine Akkuversion. Auch eine sehr schöne Sache für den ambitionierten Möbelbauer daheim.
oder auch in der Industrie. Wir hatten die auch nochmal noch als Backup bei uns früher im Betrieb. Wir hatten immer die klassische Lamello, aber das war halt immer unser Montagewerkzeug. Ich bin auch mit selbst zufrieden, war anfangs auch sehr skeptisch, so von der Präzision her, aber passt durchaus sehr gut. Solo-Gerät kostet auch um die 170 Euro und ist natürlich auch noch eine nette Kombination, gerade wenn man da echt Spaß hat am Möbelbau hat und einfach mal auch mal verdeckte Sachen machen möchte, jetzt nicht einfach immer nur einen Korpus baut und dann immer links, rechts schrauben möchte. Man sieht immer, guckt immer auf die Schraubenköpfe, von daher eine schöne Alternative. Bisschen skurril finde ich, dass hier ein 1,5 Amperestunden Akku mitgeliefert wurde, genau wie bei der Akku-Oberfräse. Also es gab dieses Set mit einem 1,5 Amperestunden Akku und das war billiger als die Solo-Version. Wahnsinn. Ja, aber hiermit ist natürlich schnell Ende Gelände. Ja. Da solltest du auf den 5 Amperestunden Akku gehen und leider hat Makita dann noch keine 21700er Zellen. Aber man hört, dass es da demnächst ein Update geben wird. Okay. Der Ton macht die Musik und von daher ist ein guter Ton für die Musik auch immer schön. Wir haben euch das Thema Baustellenradio ja im letzten Teil schon gezeigt mit der Einstiegsserie bei Makita. Wenn ihr ein bisschen mehr Budget habt für den Beschenkten oder für euch, dann sei euch empfohlen die Marshall Serie, da gibt es den Acton und den Kilburn. Das obere ist eine komplette kabellose Variante, also auch ein Akku drin, komplette Bluetooth-Box. Der untere ist netzbetrieben. Beide haben einen super Sound, kommt wirklich ordentlich was raus. Und was ich gerne mag an den Kisten, ist das coole Design. Wir haben ja auch hier den Kühlschrank in dem Marshall-Design. Wir haben die Marshall-Boxen schon mal vorgestellt und dann hieß es teilweise von euch, naja, ist ja nichts für die Baustelle. Nee, sehe ich auch so. Aber es gibt ja auch viele Leute, die einfach für die Werkstatt was suchen, was sie dann vielleicht auch mal noch mit nach draußen nehmen in der Freizeit. Und ich finde die echt charmant. Wenn es wirklich was im klassischen Baustellenradio sein soll, dann gibt es zum Beispiel von Makita den neuen DMR 115. Den haben wir bereits bestellt, aber der ist irgendwie seit 3 Tagen auf dem Postweg verschwunden. Das Gerät hat erstmalig bei Makita DAB und Bluetooth in einem Gerät und hat auch ein neues Design. Aber ich denke, wir werden das nächste Woche nochmal kurz nachreichen und da geben wir euch nochmal eine Einschätzung. Aber zumindest schon mal den Link unten in der Beschreibung. Wer sowas sucht, der wird jetzt fündig. Wenn du bei Festool zu Hause bist, dann haben wir aber auch noch ein kleines Zückerchen, nämlich das BR110 DAB. BR steht nicht für Bayerischer Rundfunk, denke ich mal. Ach, weiß ich nicht. Sondern für Baustellenradio. Ah, wäre jetzt meine Vermutung. Okay. DAB, klar, hat Digitalradio, hat auch Bluetooth. Es gibt die Version auch ohne DAB. Ja. Ist ja etwas günstiger. Hiermit liegen wir bei um die 200 Euro. Mit so einer Tasche und auch noch ein Netzteil dazu. Genau. Du hast auch hier ein Stativgewinde. Ja. Und du hast noch die Option, wenn du den Akku abmachst, dann kannst du hier das reinklipsen und jetzt hast du einen Haken und kannst es aufhängen. Das finde ich sehr schön. Allerdings finde ich sehr schade, dass du jetzt das Netzteil benutzen musst. Ja. Ihr müsst natürlich auch wieder dran denken, das Gerät kommt ohne Akku. Das heißt, für Festool-Systemnutzer ist das eine gute Sache. Ja. Für die Größe klingt das Ding wirklich fantastisch gut. Also klar, du kannst jetzt keinen ganzen Rohbau damit beschallen, muss man ja, aber wenn du deinen Arbeitsbereich hast, beispielsweise eine Küche oder ein Wohnzimmer und stellst das auf, damit du ein bisschen im Rücken Musik hast und ja. Charmant ist das wirklich, weil es so kompakt ist. Du kannst es in deinen Werkzeugkoffer mit reinlegen. Du kannst auch hier die Antenne umklappen. Und wenn der jetzt der Akku auch noch ab ist, dann schon kompakt. Ist es wirklich sehr kompakt, aber hat eben auch seinen Preis. Zurück zu den Basics. Ne, man braucht auch immer schönes Messwerkzeug, Anreißwerkzeug oder einfach hier so einen schönen Kombinationswinkel. Von Sterity haben wir auch schon mal letztes Jahr auch nochmal gezeigt bei unseren Top 10 Videos. Passt hier auch wieder super rein, weil es einfach auch Qualitätswerkzeug ist. Es passt auch in den preislichen Rahmen rein. Man ist halt bei dem Sterity-Winkel bei 150 Euro circa dabei. Man bekommt halt 3 Teile. Du hast einmal hier das Hauptlineal und dann kannst du halt immer noch so 3 Messinstrumente noch halt immer wieder reinmachen. Einmal hier den Winkel. Und dann hat man hier noch eine Winkellehre, wo man halt auch hier auch sieht, dass man hier auch eine Skalierung hat in Grad. Dann kannst du halt auf deinem Werkstatt gewisse Gradzahlen einstellen. Und dann hat man noch was ganz Interessantes hier. Damit kann man halt, wenn man gerade viel im Rundholz unterwegs ist, kannst du halt auch mal prima damit halt auf Rundholz auch anzeichnen, zum Beispiel Mittellinien etc. Das Ganze schön verpackt in so einem Koffer, der auch so ein Schauminlay hat, wo alles genau reinpasst. Und ist halt immer noch so ein schönes Werkzeug, haben wir auch mal bei uns im Hintergrund in unserem Kasten drin, weil es macht einfach Spaß, sich das anzugucken und anzufassen. Und halt auch anzufassen. Wie gesagt, Leser ist ja jetzt ein paar Jahre jünger als ich und wer aber noch Speedy Gonzales kennt, der wird vielleicht bei diesem Kollegen etwas schmunzeln. Das ist nämlich der VH Speedy. Aber auch so ein Wortspiel, denn Speed-E, ne? Also für Elektro. Und das Ding ist ein elektrischer Schraubendreher.
der auch relativ einfach aufgebaut ist. Wir haben nämlich hier eine 18650er Zelle, so sieht die halt aus, ne? Ja. 18 mm Durchmesser und 65 mm lang. Ja. Und die sitzt hier drin, das heißt, wir arbeiten hier mit einer Spannung von 3,7 Volt. Und da gibt es jetzt so VDE-Spitzen dazu. Die kommen da rein und jetzt kannst du hier drehen. Rechts, links. Du hast sogar noch eine Beleuchtung. Die Beleuchtung ist erstaunlich gut von der Ausleuchtung. Wenig Schattenwurf. Jetzt ist das aber kein Akkuschrauber, sondern es soll einfach eine Erleichterung sein, wenn du zum Beispiel in Schaltschränken arbeitest ja. oder so, dass du erstmal schrauben kannst und das Festziehen macht dieser Bursche nicht. Der kann nämlich nur 0,4 Newtonmeter. Und darüber hinaus gehst du dann in den Handbetrieb und da gibt es jetzt noch einen Zusatz. Und da gibt es je nach Set-Kombination noch diesen Drehmomentaufsatz. Das heißt, du drehst erstmal elektrisch an und dann mit der Hand und bei 2 Newtonmeter in diesem Fall macht es dann Klick und somit machst du keine Schraube rund. Diese Drehmomentaufsätze kosten so um die 30 Euro. Gibt es verschiedene Größen. Den Speedy in diesem Set mit 2 Akkus und diesen Aufsätzen gab es gerade bei den Black Friday Deals für 130 Euro. Ich habe lange gewartet, dass es das mal im Angebot gab. Jetzt liegt er wieder bei um die 200 Euro. Was man so liest, sind viele Leute sehr zufrieden damit. Würde mich nochmal interessieren, eure Meinung dazu, denn ihr habt euch das oft gewünscht, dass wir euch das Ding hier mal zeigen. Und jetzt haben wir es hier endlich in der Werkstatt. Das wäre sicherlich ein Geschenktipp für Leute, die schon sehr, sehr viel haben. Weil ich glaube, der ist noch nicht so viel verbreitet. Nächstes Werkzeug. Ich sehe die Joker-Schlüssel. Ja. Die hatten wir im letzten Teil schon. Im letzten Teil hatten wir das Vierer-Set. Und jetzt gibt es natürlich auch noch ein weiteres Set. Also jetzt von 4 auf 11 teilig. Da hast du Schraubenschlüsselgröße von 8 bis 19. Das ist halt auch alles schön verpackt in so einem schönen Etui. Auch mit diesen Netzfächern. Quasi alle gängige Größen. Und damit kann man das Ganze ja natürlich nochmal aufbauen. Anwendung und Details und Vorteile und warum wir die so gerne haben, haben wir euch in dem letzten Video gezeigt. Ich habe auch mittlerweile eine Playlist gemacht für alle Geschenktipps, verlinke ich auch gerade mal oben. Dann hatten wir das Thema Taschenlampen neulich angerissen. Du hast ja deine Stiftlampe von LED-Lenser oder LED-Lenser gezeigt. Und da haben wir euch gefragt, ob euch Taschenlampen interessieren würden und ihr habt zahlreich geschrieben, auf jeden Fall mal Taschenlampen machen. Ich bin auch schon auf Instagram mehrfach angeschrieben worden mit Tipps, was wir für euch mal unter die Lupe nehmen sollen. Unter anderem war dann auch dieses schöne Schätzchen dabei, die OLED X7R. Vorab mal die Warnung wegen eventueller Nebenwirkungen. Die OLED kostet normalerweise 300 Euro, aber es gab sie gerade oder es gibt sie gerade, es gab sie gerade im Angebot bei Amazon für 199. Deshalb ist das hier unser 200 Euro Geschenktipp für den Sparfuchs allerdings. Und das Ding ist wirklich super verarbeitet. Ich persönlich denke, dass die schon gute Margen haben bei diesen Lampen. Aber wenn du zum Beispiel mal guckst, erstmal hier, du lädst sie mit USB Typ C, dann ist diese Ladebuchse geschützt hier vor Feuchtigkeit. Und alleine dieser Mechanismus, das macht schon an. Die greift sich sehr schön, ist sehr kompakt für das, was sie leistet, denn es ist mit die stärkste Lampe in diesem Formfaktor. Die hat im Turbo S-Modus 12.000 Lumen. Das ist schon einiges. Schon aber einiges. 60 Sekunden dann, ne? Oder? Ja, die wird nach einer Zeit runtergeregelt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Sekunden sie mitmacht. Das zeigen wir euch demnächst nochmal, wenn wir das Lampen-Special machen. Was typisch ist für OLED, du kannst die verschiedenen Leuchtmodi einstellen, indem du einfach den Knopf gedrückt hältst. Und jetzt switcht die durch alle normalen Modi durch. Jetzt ist die auf dem stärksten normalen Modus, aber es gibt jetzt noch den Turbo-Modus und den Turbo-S. Und wenn ich jetzt mal hier in die Kamera, dann seht ihr schon, da geht die Sonne auf. Ich kann aber noch mehr, indem ich jetzt hier Doppelklick mache. Und jetzt ist sie im Turbo-Modus, auch schön. Und jetzt nochmal Klick und jetzt ist sie im Turbo-S-Modus. Und jetzt seht ihr nicht mehr so viel. Wahrscheinlich hat der Sensor jetzt Einbrennspuren von der Kamera. Super. Ja, also man sieht das hier, wir sind ja hier im Studio, wir haben hier echt Licht ohne Ende und wenn ich jetzt hier drauf leuchte, dann... Das ist schon krass, ey. Das ist schon sehr krass, du kannst auch übrigens tagsüber mal rausgehen und du denkst, die Sonne scheint, wenn du hier mit irgendwo hinleuchtest, dann scheint die Sonne nochmal doppelt und allein die Reflexion blendet uns jetzt ja, schon. Das okay. Das macht die Lampe auch nicht so lange, weil die wird jetzt sehr warm. Wenn du kalte Hände hast, super, dann kannst du dir die Hände wärmen. Und die hat einen Sensor. Das heißt, wenn jetzt hier was vor der Linse oder vor der Lampe ist, was sich bewegt, damit du dir nicht die Flossen verbrennst,
schaltet die jetzt runter. Habt ihr gesehen, ne? Und sobald die Lampe wieder frei ist, geht es wieder in den normalen Modus. Ist eine OLED, gibt noch an, Fallhöhe 1 Meter, kein Problem. Laut Angaben von OLED beträgt die maximale Leuchtdauer im Kleinstmodus 30 Tage. Was auch noch schön ist, du hast hier auch einen Indikator für den Akkustand. Für viele ist das erst der Einstieg in die Taschenlampensucht, denn es gibt noch was Schöneres. Das seht ihr aber nächste Woche, da zeigen wir euch die stärkste Taschenlampe der Welt. Die hat 100.000 Lumen. Ne? Herr Leser. Ja, was denn? Was passt zu einer Taschenlampe? Ein Taschenmesser. Ja, genau. Oder ein Multitool. Genau. Haben wir auch schon mal ein sehr, sehr feines Video darüber gemacht, über unsere Multitools, wo wir alles Mögliche gemacht haben. Wir haben es noch 2 Meter fallen lassen. Wir sind mit einem Porsche drüber gefahren. Und ja, eins aus dieser Reihe war das Leatherman Surge. Wir haben ja letztes Mal schon das Spirit vorgestellt von Victorinox. Und was fällt auf? Einhandbedienung. Das heißt? Verboten oder Führungsverbot laut Paragraph 42 Absatz A, glaube ich, des Waffengesetzes. Genau. Und das ist ja schon so mit der Abtöner so für uns, weil wir ja hier in Deutschland leben. Aber nichtsdestotrotz ist es ein feines Werkzeug, ist auch sehr, ja, schon sehr, sehr männlich, würde ich sagen, weil es auch sehr, sehr schwer, sehr, sehr robust. Hat auch 21 Funktionen. Man hat hier zum Beispiel eine glatte Klinge, du hast hier eine geriffelte Klinge, du hast, was ich auch sehr, sehr schön finde, hat eine Säge. Und jetzt, ja klar, eine Säge ist jetzt nicht besonders an sich, aber. Stichsägeblatt, ne? Genau, du hast ein Stichsägeblatt, einfach so ein T-Schaft ist das einfach. Es gibt auch noch mehrere Schäfte, zum Beispiel Makita einen ganz eigenen, irgendwie so ein U-Schaft. Aber ganz normale handelsübliche Stichsägeblätter mit dem T-Schaft passen hier rein. Das Einzige, wo man darauf achten muss, ist Länge. Halt die Länge. Mhm. Aber sonst halt, wenn du halt viel mit der Säge unterwegs bist oder möchtest du mal eine Metallsäge haben, was auch immer, kannst du es halt immer je nach Bedarf halt wechseln. Und ich finde es halt ganz schön, dass halt auch diese Werkzeuge, gerade Säge, Messer, auch von außen erreichbar ist. Oder beispielsweise hier auch die Schere. Alles sehr, sehr fein von außen zu erreichen. Sehr schönes Messer. Nachteil an der Version ist irgendwie das Schwarz. Ich fand es anfangs sehr, sehr cool, dass das in Schwarz ist. Sieht halt auch irgendwie ein bisschen so aus, ja, wie so ein Soldatenmesser. Sehr, sehr besonders. Aber man kriegt das schon schnell mit, wenn man das jetzt einfach nur so in die Hosentasche legt, nicht jetzt immer in die Nylon-Tasche. Du kriegst halt hier Kratzer, Streifen. Ja wäre auch meine Empfehlung, dass ihr so ein Multitool vielleicht dann eher in der normalen Edelstahl-Variante nehmt. Was wir in Edelstahl haben, ist ja das Victorinox Swiss Tool. Und das haben wir euch letztes Mal schon gezeigt, allerdings unter 100 Euro, ohne Zubehör und mit einer Nylon-Tasche. Hier haben wir jetzt die Ledertasche und die Knarre. Und da verweisen wir euch auch nochmal auf unseren Multitool-Test. Aber die Knarre macht schon richtig Laune und das Ganze zusammen ist schön. Ich glaube, so um die 140 Euro müsst ihr rechnen. Ja, also hier schon ein bisschen teurer bei den Leatherman. Das kostet um die 170 Euro solo und man hat kein zweites Werkzeug dabei, wie es hier beispielsweise ist mit dem Knarrensatz. Und wo wir gerade hier ein Multitool von den Schweizer Genossen zeigen, was wäre die Welt ohne Schweizer Taschenmesser? Ich schwärme noch heute von unserem Taschenmesser-Special. Ich auch. Und ich mag mich nie wieder von diesen schönen Dingern trennen. Und wir hatten euch ja die Mutter aller Taschenmesser gezeigt für um die 500 Euro. Die zivile Variante wäre hier der Swiss Champ XLT. T, richtig. Kostet 160 Euro, kann eine Menge, kann quasi eigentlich fast alles und passt tatsächlich noch einigermaßen in die Tasche. Und da hatte nämlich ein Zuschauer unter das letzte Video geschrieben, dass er eigentlich gar nicht so auf Multitool abfährt, sondern er hat ein Taschenmesser. Und zusätzlich hier noch diese kleine Cobra von Knipex. Das ist für ihn so die Kombination der Wahl statt Multitool, weil hier hast du natürlich eine richtige Zange. Und man würde jetzt denken, naja, richtige Zange, das ist ja mehr sowas aus dem Puppenhäuschen. Aber ich habe selten erlebt, dass ihr unter einem Video so viel Zuspruch für ein Werkzeug geschrieben habt. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also, haben das echt sehr gefeiert, das Werkzeug, ja. Man sagt heute feiern, ne? Ja, man sagt, das ist Jugendsprache. Genau, Jugendsprache. Wir sind ja jugendlich drauf. Also ihr wart total geflasht und habt's megamäßig gefeiert, ich sag mal Ehren Knipex. Und ich habe auch damals schon gesagt, was jetzt auch die Zuschauer geschrieben haben, dass du denkst, da kannst du nicht viel mit ausrichten, aber du hast unheimlich Power hier mit drauf und gerade in beengten Verhältnissen, viele haben gesagt, beim Auto reparieren, irgendwann schrauben oder du kriegst mal eine abgenudelte Mutter nicht lose, ja. Die sind eben auch super gearbeitet, das heißt präzise und von daher ist das vielleicht die Kombination zur Rettung der Welt. Aber ich würde sagen, Leser, wir nehmen dich mal wieder in die Zange. Ja, ah, okay, alles klar. Mit Handwerkzeug oder beziehungsweise, der ist ja kein Handwerkzeug. Nee, aber es ist halt auch... Obwohl, du kannst auch fräsen mit der Hand.
Du kannst dir doch so einen Fräser nehmen. Kannst du so machen, ne? Kannst du so machen. Genau. Ja. So? Klar. Auf jeden Fall auch wieder eine sehr schöne Sache. Schönes Werkzeug auch für die Ewigkeit, wenn man halt damit umgeht, aus Seile nach Haus setzen mit in Beton rein. Dann natürlich nicht. Du hast halt Größen von 15 bis 35 mm, also Forsterbohrer von Pharmac. Also von der Standzeit ist auch super in Ordnung. Begleiten ist auch hier schon sehr, sehr lange. Das sind eben diese Bohrmax. Ja. Pharmac nennt die Bohrmax. Die sind wirklich schön. Die sind auch schon echt aggressiv, ne? Wenn du die anfasst. Die sind auf jeden Fall scharf. Das merkst du auch. Ne? Mhm. Man kann natürlich einfach mit Hand bohren, freihand, also einfach einen Akkuschrauber. Aber besser wäre es dann noch gerade, wenn du halt irgendwie präzise bohren möchtest, sei es halt für eine schöne Schranktür, einfach halt mit so einem Bohrständer. Ja, entweder Standbohrmaschine, klar. Da gab es übrigens in unseren Black Friday Deals die PDB 40 von Bosch für 200. Jetzt liegt die wieder bei 250. Wir hatten es geahnt. Aber wenn du einen schönen Bohrständer suchst, dann kann dir geholfen werden mit unserer Expertise. Denn wir haben den Bohrständer von Wabeco. Den habe ich lieb gewonnen. Es ist nämlich ein Bohr- und Frässtender. Denn du hast an dem Bohrständer zwei Achsen. Und ich habe den ein bisschen gepimpt. Ich habe nämlich so ein Drehkreuz quasi da angebaut. Das kriegst du als Zubehör. Und ich habe noch diese Schnellversteller da nachgerüstet. Das war vorher tatsächlich einfach. Einfach nur Innensechskant, da musstest du mit dem Innensechskant-Schlüssel herum hantieren, das finde ich so besser. Liegt mit den Upgrades so um die 200 Euro, ist wirklich sehr solide, sehr massiv. Der perfekte Partner für eben eine schöne Bohrmaschine, eine klassische Schlagbohrmaschine mit ordentlich Wumms. Da habe ich hier die Bosch mit 1300 Watt drin, die haben wir euch in den Black Friday Deals auch schon empfohlen. Da gab es die im Angebot, ich glaube für 130 Euro, ja, irgendwie so um den Dreh. Jetzt liegt sie wieder so bei 180, 190 Euro, hat 3000 Umdrehungen. Das heißt, du hast auch einen Schnellläufer, mit dem du dann auch im Metallbereich einigermaßen gut arbeiten kannst. Ich kann euch aber auch die Variante in dem Bereich von Metabo empfehlen. Die kostet auch so 170, 180 Euro, liegt dann bei 3100 Umdrehungen. Drehmomentenmäßig sind die ungefähr auf gleicher Höhe und die haben immer eine Konstantelektronik. Das heißt, du stellst die Drehzahl ein. Und der regelt dann die Drehzahl je nach Last so nach, dass das passt. Natürlich nur bis zu einer bestimmten Größe, aber ich finde, so eine große Bohrmaschine im Bohrständer macht sich gut. Ja. Und wenn du jetzt sagst, naja, ich habe aber nur einen Akkuschrauber und möchte den da in den Bohrständer, da guckst du meistens in die Röhre, denn die meisten Akkuschrauber haben gar keinen Spannhals oder der Spannhals passt nicht für die Aufnahme da. Wenn du aber jetzt beispielsweise im Holz oder beim Holzwerk exakte 90 Grad Löcher haben möchtest, dann brauchst du eben hier so einen Kollegen. Und das ist eigentlich ganz einfach, aber einfach genial, denn du spannst hier den Akkuschrauber ein und der Akkuschrauber kontert sich hier an das Gestänge und plötzlich sieht dann der Akkuschrauber so aus. Jetzt kannst du den Akkuschrauber schön auf 90 Grad führen. Du hast hier auch noch Anschläge, die du jetzt verstellen kannst und man kann den Akkuschrauber auch hier mit einfach kontern. Das heißt, das Haltemoment kann der im Prinzip dann auch aufbringen. Ist eine schöne Sache, kommt aus Japan und liegt um die 120, 130 Euro. Kennt, glaube ich, kaum einer, aber ist wirklich eigentlich genial. Und man kann es auch an den Werkstücken sogar festschrauben noch, ne? Zusätzlich fixieren hier. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Rundholz bohren möchtest, dann kannst du das hier auch noch einlegen. Link zu diesem Burschen wie immer unten in der Beschreibung. Dann sehe ich noch, wir haben einen Bohrhammer, einen netzgebundenen SDS Plus, also nicht SDS Max, da sind wir noch nicht in der Kategorie. Das heißt, es ist ein Schnellspannbohrfutter, kommt in die SDS-Aufnahme und das Bürschchen liefert mal 3,2 Joule Einzelschlagenergie und liegt bei rund 200 Euro. Lisa, mach mal, was ist denn hier mit der Wasserwaage überhaupt? Ja, stimmt. Ist auch eine sehr, sehr feine Wasserwaage. Was auffällt an der Wasserwaage, die ist halt digital. Du hast nicht jetzt einfach nur die zwei Libellen, sondern du hast einfach noch einen digitalen Neigungsmesser noch dazu. Und kannst die ganze Wasserwaage auch mal kalibrieren, sollte man auch zwischendurch immer wieder machen, zur Pflege des Gerätes. Und gerade wenn du vielleicht mal hier und da in so einer Position bist, wo man vielleicht die Libelle nicht so gut ablesen kann, dann gibt es ein akustisches Signal, wenn die Waage halt auch im Waage ist, dann piept die halt ganz laut. Das ist die Version, das ist mit 1,20 Meter. Es gibt auch noch eine 60er-Version. Und jetzt die 1,20er, die liegt um die 130 Euro. Dann haben wir hier was von Einhell im Bereich 200 Euro. Das hatten viele von euch geschrieben, dass wir den Hirocco mal unter die Lupe nehmen sollen. Wir haben den dann mal im Test gehabt und der hat gar nicht schlecht abgeschnitten für ein Budgetgerät. Einhell ist ja eher noch so im Budgetbereich unterwegs. War das Gerät wirklich erstaunlich gut. Wir haben auch hier eine ordentliche Dämpfung. Link wie immer in der Werkzeug-News-Playlist, da müsst ihr mal nachschauen. Der Einhell Hirocco hat eine Einzelschlagenergie von 2,2 Joule. Wenn ihr also in dem System schon zu Hause seid,
seid, ist das durchaus eine Empfehlung. Und für das Solo-Gerät müsst ihr mit rund 130 Euro rechnen. Dann sind ja auch ein paar Sachen, die wir hier nicht auf dem Tisch haben, die wir aber schon im Test hatten oder auch hier noch stehen haben. Viele von euch wollen ja gerne mal eine Tischkreissäge haben. Und da gibt es im 200-Euro-Bereich schon eine ernstzunehmende Lösung, nämlich die Sheppach HS105, die habe ich mit Andi euch mal gezeigt und das war meine Empfehlung. Aus meiner Sicht ist das die beste Tischkreissäge für unter 200 Euro. Das Schöne ist, bei der kann man auch diesen Winkelanschlag dazu kaufen und dann habt ihr wirklich ein schönes Gesamtpaket, zumindest für den Preis. Die Sheppach ist natürlich nicht vergleichbar mit einer Bosch GTS 10XC oder auch mit der DeWalt, aber für den Preisbereich und wer sich ein bisschen Zeit nimmt beim Einstellen, beim Justieren, der wird damit, denke ich, durchaus glücklich. Dann gibt es in dem Preisbereich bis 100 Euro auch zwei Stichsägenempfehlungen. Das eine ist eine Bosch 18 Volt Akkustichsäge. Wir haben die noch beim Bau unseres Carports benutzt und auch beim Innenausbau. Wenn du kabelgebunden unterwegs sein möchtest, da können wir auch eine Version von Makita empfehlen. Die haben wir jetzt auch hier nicht da, aber die liegt so um 130, 140 Euro und ist sehr leistungsstark. Die hat nämlich 720 Watt, Pendelhub natürlich und die macht eine Schnitttiefe von 135 mm. Dann, wenn wir beim Sägen sind, ne? Wir haben ja einige Kappsägen, Kappex, dann haben wir die Kappsäge von Aikoki, von Milwaukee, Akku-Varianten, noch und nöcher, aber im Preisbereich bis 200 Euro gibt es auch eine Empfehlung von uns, nämlich die Metabo KGS 216. Das Gerät habe ich tatsächlich, aber nicht hier in der Werkstatt. Und für den Heimanwender und auch vielleicht auf der Baustelle eine gute Empfehlung. Die Metabo kostet nämlich rund 170 Euro, ist eine Kapp- und Zugsäge, 216er Blatt, 1500 Watt Leistung. Es ist natürlich von der Verarbeitung, von der Haptik jetzt nicht mit einer Capex vergleichbar, aber für 170 Euro aus meiner Sicht absolute Empfehlung. Ist sogar ein Laser dabei. Ich bin wirklich zufrieden. Und von daher mein Geschenktipp bis 200 Euro. Dann finde ich es vermessen, jetzt nicht über Messgeräte zu sprechen. Ah, okay. Wir hatten neulich Laser-Messgeräte getestet für euch und unser kleiner Testsieger war das Bosch GLM50C. C steht für Connectivity. Du kannst die Messdaten in eine App übertragen. Einspeichern, archivieren quasi. Archivieren und was weiß ich. Auf jeden Fall schönes, schlankes Teil. Schönes Farbdisplay gab es gerade im Black Friday Deal. Wenn ihr den Black Friday Deal verpasst habt, dann müsst ihr jetzt um die 120 Euro ausgeben. Richtig. Aber 120 Euro, die sich auch aus meiner Sicht noch lohnen. Dann liegt ja hier was. Nicht die Carrera-Bahn, sondern der Croc-Lock. Genau. Ein sehr, sehr schönes Zubehör, wo ich sagen kann, das gehört eigentlich jede Werkstatt, weil es einfach super ist. Es ist halt mobil, es ist halt nicht stationär. Du kannst es halt in der Werkstatt benutzen. Kannst es halt natürlich auch draußen benutzen, wenn du draußen irgendwie am Arbeiten bist. Da ist jetzt privat am Haus irgendwas. Oder halt fürs Handwerk auch. Du hast halt die Möglichkeit, du kannst halt Werkstücke einspannen. Kannst daran das Werkstück dann halt auch bearbeiten. Habe ich euch auch schon in einem Einzeltest gezeigt. Ja, okay. Ist wirklich eine absolute Empfehlung. Ich bin froh, so ein Ding zu haben. Es ist relativ schwer, aber es ist auch solide. Du kannst ja auch quasi gefuscht einen Tisch bauen, indem du einfach eben eine Platte oder sowas da einspannst. Dann hast du ein bisschen Arbeitsfläche. Sicher. Es gibt auch Zubehör, Verlängerung dafür. Regulär liegen wir so hier bei 150 Euro. Aber es ist unheimlich vielfältig und wir sind sehr zufrieden und haben zwei Stück davon. Und in die gleiche Richtung geht noch der Stanley Fat Max Worktable. Der ist mit über 400 Kilo belastbar. Den haben wir euch auch schon mal gezeigt. Wir haben den Test gemacht und sind da mit 6 Leuten, glaube ich, draufgestiegen. Hat er gehalten. Ist auch mega cool, weil du den wirklich mit einem Knopfdruck, du ziehst am Griff, dann kommen die Beine raus und umgekehrt und dann kannst du es wegstellen. Und so ein bisschen in die Richtung geht auch noch der Wolfcraft Master 700. Den haben wir nicht da, aber ich weiß von Kollegen, dass sie den sehr schätzen. Der liegt auch so in dem Preisbereich. Ne? Links, wie immer, unten in der Beschreibung. Müsst ihr nachgucken. Vielleicht habt ihr auch Glück und das Ding ist mal im Angebot. Dann habe ich in unserer Preisrange hier noch einen sehr schönen Tipp, was Baustellenlampen anbelangt. Nämlich die Bosch GLI 2200C. 2200 steht für die Lumen, C für die Konnektivität. Du kannst es über eine App fernbedienen. Kannst du, musst du aber nicht, das sei gesagt. Aber die GLI 2200 liegt gut 100 Euro. Das heißt, ihr könntet in dem Bereich eigentlich sogar zwei kaufen und dann könnt ihr die nämlich sogar verbinden zu einer Gruppierung und mit der App ein- und ausschalten. Gleichzeitig. Oder einen Akku dazu kaufen. Oder einen Akku dazu. Die halten auch recht lange und wir testen die auch gerade noch mal im Ausdauertest. Es kommt nämlich demnächst ein LED-Baustrahlertest
Aber wenn ihr da Akkus dazu kauft, achtet drauf, es passten nicht die 8er und 12er Akkus, nur die 4er oder auch die alten 5 und 6 Amperestunden Akkus. Wer so ein bisschen drunter sucht, dem sei nochmal die GLI 330 empfohlen. Da haben auch Zuschauer geschrieben, dass sie sich aufgrund unseres Videos das Ding besorgt haben und total begeistert sind. Bin ich auch, weil ich habe im Black Friday gerade noch 2 Stück gekauft. Eine hängt hier schon am Kühlschrank. Man weiß ja nie, wozu man es braucht, ne? Richtig. Dann habe ich noch einen weiteren Tipp für euch in dem Bereich bis 200 Euro. Und das ist nämlich der Werkstattsauger von Einhell. Der kostet um die 120 Euro, hat Zubehör dabei, du kriegst eine Bodendüse, großes Rohr, so ein Staubpinsel. Mhm. Und wir haben 2 Stück davon. Wir haben natürlich auch Sauger hier von Festool, von Bosch, von Metabo. Aber die sind natürlich deutlich hochpreisiger. Der eine hat keine Staubklassifizierung, aber jetzt hier für die Werkstatt zu Hause ist das Ding top. Hat auch eine Einschaltautomatik, das heißt, du kannst deine Kreissäge dran machen oder deine Fräse und... machst du das Gerät ein, geht der Sauger auch an, hat auch einen kleinen Nachlauf. Kannst du ihn auch umbauen auf Nasssauger? Zum Beispiel mit der Tornado-Pistole, die ich euch neulich gezeigt habe. Im letzten Teil könnt ihr dann auch damit arbeiten. Und für das Geld, finde ich, Preis-Leistung passt absolut. Ja. Dann sehe ich diesen Kollegen hier noch. Und wir hatten ja bei Metabo schon gesagt, dass man da auch verschiedene Aufsätze zumachen kann. Hier haben wir den HX, die reine Schrauber-Variante. Aber es gibt auch den Flexi-Click in der neuen Version. Das Solo-Gerät ist für diesen Preis zu haben in dem Bereich. Es gibt aber auch die Vorgängervariante und die bekommt ihr im Set mit allen Aufsätzen für rund 170 Euro. Flexi-Click, ne, ist echt sehr, sehr, sehr feine Sache. Ich glaube, man denkt so am Anfang so, ja, brauche ich das, aber benutzt das mal, benutzt mal den Exzenteraufsatz, gerade wenn du im engen Bereich schrauben willst, das ist das tut schon gut. Wenn du Was mir beim Flexi-Click gut gefällt, ist, dass du ihn wirklich als Schraube auch sehr, sehr kompakt hast. Ne? Ja. Und du hast ja gesagt, vorher der Metabo ist schon sehr kompakt. Das ist schon krass. Ne? Aber das ist nochmal eine andere Liga, weil guck mal, wo der Akku jetzt aufhört vom Gewicht. Aber guck dir mal hier vorne den aufbauen. Ja, ja. Das ist krass. Der Metabo, ne? Ist schon... Ja, ja. Da haben die Metabo-Jungs echt einen guten Job gemacht und ich war auch neulich da und da werde ich euch demnächst nochmal einen kurzen Einblick in die Fertigung gewähren. Metabo fertigt nämlich noch wirklich made in Germany. Aber mir ist jetzt mittlerweile etwas kalt, denn wir haben den Kaminofen noch nicht angeschlossen. Das kriegen wir dieses Jahr wohl nicht mehr so geregelt mit dem Schornsteinfeger und Konsorten. Aber wozu hat man den nächsten Geschenktipp, nämlich die beheizte Jacke? Das ist die beheizte Bosch-Jacke. Sieht natürlich fesch aus. Und hier sitzt ein Akkupack für die 12 Volt oder 10,8 Volt Akkus. Das Ding hat noch den Vorteil, ich habe hier einen USB-Ausgang. Das heißt, ich könnte auch noch mein Handy damit laden. Ach, geil. Und das Ganze kann ich jetzt einschalten, indem ich hier lang drücke. Man sieht das jetzt im Licht hier schlecht, aber der ist jetzt rot. Und ich könnte jetzt auch auf grün und blau schalten. Also das sind verschiedene Stufen. Und es ist dieser Bereich und der Rückenbereich ist beheizt. Arme leider nicht. Aber man kennt das ja, gerade wenn es etwas kälter ist, eine Weste bringt dir dann schon was und die heizt schon gut ein. So vom Gefühl, wenn ihr im Auto eine Sitzheizung habt und habt die schön aufgedreht, das ist ähnlich hier im Rücken wie dann bei einer Sitzheizung. Oh. Wenn du auf der kleinen Stufe bist, dann ist das je nach Akku bis zu 8-9 Stunden kannst du damit hinkommen. Ist ja perfekt für einen Arbeitstag. Dann. Du könntest im Prinzip sogar hier den großen 6 Ampere Akku reinmachen, aber dann trägt das natürlich ein bisschen dick auf. Ne? Da kannst du besser die kleinen Akkus und dann musst du den halt mal wechseln. Die Jacke kostet um die 150 Euro. Ihr kriegt aber auch solche beheizten Jacken von Milwaukee. Von Makita gibt es die, glaube ich, auch. Makita hat auch eine belüftete Jacke für den Sommer. Ich verlinke die Konsorten mal unten im Video. Da müsst ihr halt gucken, je nach Akkusystem, was da für euch die Wahl ist. Ihr könnt ja auch mal schreiben, ob ihr so Jacken im Einsatz habt. Ne? Auch eine sehr, sehr feine Sache, die uns ja beiden auch sehr, sehr gut gefällt, ist ja der Knarrensatz von Vera. Wir haben ja letztes Mal den Knarrensatz mal gezeigt von KS Tools, mal so eine Low-Budget-Version. Hier gehen wir natürlich mehr schon mehr in die Profi-Sektion rein. Die haben wir hier die Zyklop-Ratschen von Vera, einmal in 1,5 Zoll und 1/4 Zoll und dazu natürlich jeweils noch auch die passenden Nüsse und dann haben wir auch noch ein Handstück. Aber ohne Ratsche, ne? Und ohne Ratsche, genau, aber hier verschiedene Spitzen noch dazu, das alles im Ganzen so einem schönen Inlay. Das Schöne an dem Kasten ist wirklich das geschäumte Inlay. Und hier noch eine schöne Legende noch dabei. Genau, oben siehst du, was rein muss, wo es rein muss. Das Ganze ist ja ein bisschen über 200 Euro, aber es gibt das halt auch schon, das Set liegt manchmal bei 200, so 220, aber es gibt auch schon für 190, 200. Ist halt immer wieder so eine Angebotssache, halt beobachten, spekulieren ja. Und dann
in dem Moment zuschlagen. Aber gerade wenn wir jetzt so nach einem harten, langen Arbeitstag, wo wir stundenlang hier vor der Kamera standen, dann müssen wir auch mal entspannen. Und dafür haben wir nämlich das Ding. Und das ist eine Carrera-Bahn. Und jetzt denken viele von euch, Moment mal, Carrera-Bahn, da war doch mal früher was. Gibt es die überhaupt noch? Ja, die gibt es noch. Du kannst im Prinzip schon so ab 100 Euro so ein Set bekommen heutzutage. Mittlerweile sind die auch digital. Das heißt, du kannst mit kabellosen Controllern fahren. Geil. Was zum Beispiel abgefahren ist, wir hatten früher in unserer analogen Zeit einfach so einen Rundenzähler. Mittlerweile kannst du das mit Bluetooth auch über ein Tablet steuern. Und dann kannst du so Sachen einstellen, dass du beispielsweise sagst, Reifenverschleiß oder du musst nach so und so viel Runden musst in die Box tanken. Das ist schon ziemlich abgefahren. Carrera-Bahn ist vielleicht auch ein Geschenktipp für die Familie. Ne? Gerade wenn ihr so Heimwerker, Werkzeug-Nerd seid wie wir, dann finde ich das immer eine coole Sache, die gut zusammenpasst und man kann auch sein Hobby so ein bisschen legitimieren und ein bisschen sozialverträglicher machen, wenn man dann mit der Familie so ein Rennen an der Carrera-Bahn macht und das ist schon wirklich krass. Ne? Hast du das mal gesehen, wie die da sitzen? Ja, die ja. machen einfach mit ihren Controllern nur so, du siehst gar nicht, du siehst das Auto gar nicht mehr. Nee, so weit sind wir noch nicht. Nee. So Mädels, wir haben ein bisschen umgeräumt und aufgeräumt und aufgebaut unsere, was ist das? Carrera Go, ne? Carrera Go, jo. Kostet irgendwie 90 Euro, 100 Euro. Ja. Und wir haben schon ein bisschen gefahren. Du bist die letzte Nacht komplett durchgefahren. Genau, richtig. Das heißt, ich glaube, ich habe keine Schnitte gegen den Leser. Aber so viel Spaß für wenig Geld, ne? Ja, wirklich, ey. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein Rennen zusammen. 5 Minuten stellen wir ein. Ja. Ja, aber warte mal, fährst du mit dem? Ich wollte den blauen. Und du? Warte mal. Kein Bock oder was? Nee, ich nehme den hier. Wen? Ja, den. Ah. Hier, Mario. Mario am Start. So, dann würde ich sagen, Runde auf null. Ja. So, 3, 2, 1, los. Oh, ich habe einen technischen Ausfall. Aber ich habe einen technischen Ausfall. Habe ich den noch gewonnen? Boah. Das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, würde ich mal sagen. Ja. 51 Runden und ich habe 55 Runden geschafft. Nicht schlecht. Aber hartes Rennen, ne? Hartes Rennen. Ja. Ich glaube, meine Karre ist auch kaputt. Ja, ich hätte auch Regenreifen aufziehen müssen. Ja. Aber ich würde auch sagen, wir verlosen wieder was aus unserer schönen Runde hier. Ich würde sagen, wir verlosen einfach ein Cobra-Set. Das liegt so bei 50, 60 Euro für euch. Unter allen Kommentaren mit dem Hashtag Geschenkidee schreibt ihr mal, was euer Lieblingswerkzeug hier ist, wo ihr vielleicht Erfahrung mit habt. Und ja, schreibt doch einfach eure Erfahrung. Ich lese das immer gerne. Ich antworte auch viel. In diesem Sinne, eine schöne Vorweihnachtszeit noch und macht's gut. Ja toll, dann habe ich einen Akku, dann schrieb jemand und dann schrieb ein Zuschauer unter euch, ja dann und dann schrieb ein Zuschauer, ja toll, dann habe ich und dann ja. Das färbt ab. Wieso färbt es ab? Von dir. Ja, ich habe heute noch gar nichts gesagt, ich habe gar nicht gestottert. Kannst du... Oh, sorry. Was natürlich noch ein bisschen schöner wäre, wäre natürlich, wenn es gummiert wäre, ne? Nein, Spaß zur Seite. Einen gummierten Winkel. Gummierten Winkel. Das wär's doch mal. Das wär's. Das ist unsere Geschäftsidee, das ist unser Produkt. Ja, wir machen jetzt erstmal das Akkuschrauberquartett. Ja, genau. Ja. Und danach kommt das. Ja. Kennst du die schnellste Maus von Mexiko? Speedy. Nein, was? Schnellste Maus von Mexiko? Ja. Nee. Ich hatte früher in der Grundschule so einen Freund, der war relativ korpulent, aber der war super schnell. Und der hieß dann Speedy? Nee. Der ist Steffen. Die hat auch 1000 Lumen. Die hat 1000 Lumen? Ja, pass mal auf. Hier. Ey. Schreibe mich direkt krank. Mach. Netzhaut abgelöst. Mach. Dann bin ich für die nächsten 8 Wochen krank. Du weißt, ne, wenn der Mitarbeiter mit Krankschreibungen droht, ne, fristlose Kündigung. Was typisch ist bei Olight, du kannst die verschiedenen... Boah, jetzt bin ich schon wieder blind, weil ich da in dieser Stufe reingeguckt habe. Das ist super. Du hast einmal hier so einen Tisch. Oh,